Das Orkantief Burglind zog am Mittwochmorgen über den Landkreis Esslingen. In Nürtingen mussten mehrere Bäume und Gefahrenstellen beseitigt werden. Auf der Federebene kam es ebenfalls zu mehreren Einsatzstellen und sorgte so für viel Arbeit der Rettungskräfte. Am Nachmittag zog im Landkreis noch einmal ein Stromtief auf und sorgte dafür, dass in Neufen ein Kamin aus der Verankerung gerissen wurde und auf eine Stromleitung stürzte. Mittels der Nürtinger Drehleiter und eines Krans konnte der Kamin entfernt werden. Auch in Leinfelden-Echterdingen kam es zu einigen Stromeinsätzen. Ja, für uns war das erstmal eine normale Lage. Wir wurden alarmiert zu Baum auf Straße, haben jetzt parallel aufgrund der Unwetterwarnung auch das Führungshaus der Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen aktiviert, sodass wir auch größere Schadenslagen bewältigen könnten. Das Führungshaus ist ein Mittel, in dem Führungskräfte sitzen und dann auch Flächenlagen bewältigen können. Hintergrund ist der, dann unsere Mittel effizient einzusetzen, das heißt unsere Fahrzeuge und Einsatzkräfte zu planen und in den Einsatz zu schicken. Ja, bei Sturm und gerade auch bei Unwetterwarnungen oder Sturmwarnungen sollte man natürlich, wenn möglich, drinnen sich aufhalten, also im Büro oder im Gebäude oder daheim bleiben und nicht unnötig sich draußen bewegen.